Ich glaube, was unsere Arbeit hier im Fachwerkzentrum immer auszeichnet, ist das hohe Engagement, mit dem alle, ob Anleiter oder junge Menschen, die hier studieren, mit uns arbeiten. Alle, die mit hohem Engagement praktisch in die Bauten reingehen und versuchen dort ihr Bestes umzusetzen. Ja, der Fleischhof Wortgasse 4 in Quedlinburg wurde ja 1567 von Hans von Wulfen erbaut. Und es ist eine prächtige Anlage mit Zwerchhäusern der Renaissance von außen zu sehen, einem Sandsteinportal. Also ein sehr, sehr repräsentativer Adelshof aus dem 16. Jahrhundert, der natürlich jetzt wieder Stück für Stück zurück restauriert werden soll in eine nutzbare Form. Seit über 20 Jahren restaurieren wir nun Bauten, die meistens seit 30 Jahren leer stehen und eigentlich dem Verfall preisgegeben wurden. Und versuchen sie dann mit ganz, ganz verschiedenen Ebenen, wie zum Beispiel internationalen Seminaren, Events, Publikationen, Forschungsprojekten, wieder in der Öffentlichkeit verankern und sie dann auf den Weg zu bringen, dass sie auch wieder restauriert werden und nicht abgerissen werden. Es ist ja wie so eine kleine archäologische Reise, wenn wir so ein Gebäude zuerst betreten und uns das so anschauen, was war da, wie könnte das gewesen sein, weil vieles wurde umgebaut, in späteren Zeiten umgebaut und neu kann eigentlich jeder, aber das Alte bewahren machen die wenigsten und das finde ich relativ schade. Deswegen ist es eine besondere Herausforderung, Studierende beizubringen, dass man die alten Traditionen eigentlich wahren muss, sonst gehen sie verloren über die Zeit. Die Zusammenarbeit mit den Anleitern ist toll. Man lernt von jemandem, der sehr viel kann, sehr viel Erfahrung hat, in kürzester Zeit Sachen, die man sich vor 10 Minuten noch nicht vorgestellt hat, dass man das selber machen könnte. Und dann nimmt er einem die Angst und sagt, hier, du kannst das und so machst du das. Und es ist ein tolles Gefühl, plötzlich selber etwas zu können, was man kurz vorher sich nie hätte vorstellen können, dass man das ja selber machen kann. Wir kommen beide aus der Kunstgeschichte und deshalb wahrscheinlich sowieso eher aus dem historischen Kontext. Und es ist einfach spannend, was in den Jahrhunderten vor uns so war und das auch zu entdecken und auch zu erhalten für die Nachwelt. Es ist halt irgendwie auch das Schöne, dass man quasi sieht, dass man diese Objekte trotzdem anfassen kann und es ist ja trotzdem in gewisser Weise irgendwie Gebrauchsgegenstände sind und nicht nur Museumsobjekte, die nicht angefasst werden dürfen. Es ist ein schönes Gefühl, die eigene Arbeit damit einfließen zu sehen und zu sehen, dass man irgendwo auch seinen Teil der Geschichte beiträgt. Die Arbeit, die man macht, hat man dann gleich vor Augen. Ja, also es ist sofort fertig und man sieht, was man geschafft hat. Und die können immer wieder, wenn sie mal hier sind, vorbeigehen und sagen, okay, das, die Tür, die habe ich gemacht und dieses Fenster ist mein Fenster und so und so und so. Und deswegen ist die Begeisterung dafür schon viel, viel höher. Wir könnten uns, glaube ich, schon vorstellen, in ein paar Jahren wiederzukommen und Quedlinburg zu besuchen, um zu sehen, ob die Objekte, die wir jetzt restauriert haben, noch bestehen. Ich glaube, ich arbeite hier seit 20 Jahren und bin trotzdem vor allen Seminaren immer ein bisschen nervös, ob es wirklich gelingt, alle jungen Menschen zusammenzuführen, ob sie gut mit ihren Anleitern zusammenarbeiten, ob sie gut mit dem Bauwerk zurechtkommen und jeder sich irgendwo einbringen kann. Und warum ich das mit hohem Engagement und auch viel, viel Zeit nach 20 Jahren immer noch umsetze, ist, weil ich denke, es macht einfach Sinn. Es macht Sinn, für diese Gesellschaft diesen Beitrag zu leisten.